Vielen lieben Dank, dass ich nochmal lesen darf. Mein Text trägt den Titel Herbst. Warum? Weil es einfach fucking heiß draußen ist und ich mich auf den Herbst freue. Und auch, weil einer meiner Lieblingsmenschen, nämlich mein Sohn, im Herbst Geburtstag hat. Das feiere ich immer sehr. Und es hat sich noch etwas anderes zur Herbstzeit irgendwann mal ereignet. Das spielte auch mit rein. Und ja, das geht so. Im Herbst noch sein Geburtstag und sie im Sommer ihres Lebens und spürte plötzlich Herbstnacht. Schläuche, überall Schläuche und ein Tropf, der unermüdlich tropft und trotz den betrübten Blicken um sie herum. Um sie herum bleiben Münder lautlos und stumm wabert die Diagnose in der abgestandenen Luft und nur das Surren der Neonröhre und der Duft von Desinfektion holt sie zurück ins Hier und Jetzt. Doch Hier und Jetzt ist Endstation. Doch sie steigt nicht aus. Sie bleibt sitzen in ihrem Waggon aus, abgegriffenen Leder sitzen und Hilfe rufen in den Sitzen und tief vergraben und im Keim erstickt und es tickt. Diese Uhr, auf die sie so lange nicht schaute, jetzt tickt sie lauter. Ihr Körper ist nun landkartengleich verziert, so als wollte er erinnern an die alleinige Wolte, wie lange ihre Seele wohl schon schrie, wie oft sie sie wohl ignorierte, während sie sich mit Tattoos verzierte, damit ihr wenigstens irgendwas unter die Haut geht. Jetzt bekommt sie Opiate, subkutan, jetzt schaut sie ihre Narben an und hat keine Fragen. Sie hat auch nie gefragt, warum ausgerechnet sie, denn sie weiß, sie hat nie gewagt hinzusehen, was die Geschichte in ihr Leben schrieb und ihr jetzt auf ihren Körper malte. Was jetzt bezahlt, ist der Dispositionskredit und sie bekommt gerade mit, dass ihr Leben im Soll ist. Sie hat längst überzogen. Hat zu selten erwogen, in Erwägung zu ziehen, sich selbst mal zu lieben, mal zu verdauen, was schwer im Magen liegt. Misshandlung, Gewalt. Stattdessen Verdrängung in Gestalt von Ablenkungsmanövern und Stöbern in Anderleuts Geschichten, um sich besser niemals beizupflichten, dass ihre eigene Story hart ist. Sie für diese viel zu zart ist und immer war. Der Preis ist nicht heiß. Er kostet sie Organe, er kostet sie Minuten, Wochen, Jahre, kostet sie so manche Nacht, so manchen Traum, hinterlässt gesprochene Sätze, manche, die ätzten sich ein in ihre Haut und sie traut sich gar nicht, sie laut zu denken. 5 Monate. Wobei, vielleicht ein Jahr, vielleicht 2. Vielleicht ist das Leben dann vorbei, vielleicht jetzt schon. Vielleicht machen sie noch schöne Sachen, vielleicht lassen sie es nochmal so richtig krachen, wenn nicht jetzt, wann dann? Ein Arzt, ein Wort und dann und wann eine Statistik, die wie eingebrannt ins Ohr die Wahrheit verzerrt. Und immer wieder jährt sich der Herbst. Immer wieder muss sie Angst verzerrt rein in die Röhre, denn das Warten aufs Ergebnis auf Doktorenchöre, das Ertragen von Befunden mehr in Moll als in Dur, das Finden von vermeintlich profunden Tumor. Entscheidungen fällen, sich durch Chemos quälen oder doch lieber das Leben wählen, ohne Chemie, ohne Kotzen, ohne taube Finger und Füße, den Ärzterat trotzen und das schlechte Gewissen schickt freundliche Grüße, immer wieder OP, Anästhesiegespräche, immer mehr wird mein Körper zum Schweizer Käse, immer wieder die Drainage ziehen, immer wieder neue Stärke mimen, immer wieder Antworten finden auf die Frage, die zaghaft leise, wie geht's dir, sagen und Menschen, die sich nicht trauen zu erwähnen, dass sie Migräne haben, weil, was red ich, in deiner Haut will ich nicht stecken. Ich weiß, ich habe auch Angst, Angst vorm Verrecken, aber weißt du, ich schaff das schon. Und wenn nicht, den letzten Gang gehe ich auf meine Weise und trotzdem, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich habe so keinen Bock mehr auf die Scheiße. Doch, sie weint leise. Manchmal einmal pro Woche, manchmal dauert die Epoche ohne Tränen ein ganzes Jahr. Weil sich alles in ihr sperrt. Weil sie sich gegen Schwäche so sehr wehrt. Den Kopf aber hält sie hoch und auch ihr Leben. Trotz allen Prognosen, allen Problemen, denn nur sie hat es in der Hand. Zumindest das hat sie erkannt und sie muss da ja nicht alleine durch. Sie hat auch nicht alleine Furcht, denn durch das Fassen seiner Hand. Und wieder jährt sich der Herbst. Und wieder wärmt sich ihr Herz, weil er Geburtstag hat. Niemals im Leben lässt sie zu, dass er das Happy Birthday to you nicht aus ihrem Munde erfasst. Dankeschön.